Freude herrscht in Giebenach und das vor allem bei den Kindern, die den neuen Spielplatz sofort in Beschlag genommen haben. Maurizio, du bist in der Spielplatzkommission. Erzähl mir doch schnell, warum hat es die Änderung gebraucht? Weil das Hauptziel ist ja nicht nur, einen neuen Spielplatz zu machen. Nein, das Hauptziel ist eigentlich nur, einen neuen Spielplatz zu machen, sondern man hätte die ganze Begegnungszone eigentlich müssen umbauen. Da war ja vorher ja nur eine Wiese gewesen und die ist immer wieder überschwemmt worden vom Violenbach. Und da hat, wie es Kathi schon mal erwähnt hat, haben wir hier eine Gewässerschutzzone machen. Man hat den Bach verbreitert, somit kann das Wasser nicht mehr in die Begegnungszone reinkommen. Und man hat natürlich die Gelegenheit ergriffen, einen Spielplatz zu bauen und zu sagen, okay, jetzt haben wir Platz, jetzt müssen wir etwas machen. Und wir haben die Gelegenheit und Zeit und das Geld, wenn Sponsoren würden kommen, und die haben wir auch bekommen, um den Spielplatz zu bauen. Und ja, nach vier Monaten Planung und Bauen ist der jetzt gekommen. Und man sieht es, also Kinder sind hinten schon, sie haben ihn wirklich voll in Beschlag genommen. Wie sind ihr vorgegangen in der Planung, wo ihr das gemacht habt? Ich nehme an, heute hat man gewisse Auflagen, um so einen Spielplatz zu machen. Keine gefährlichen Geräte oder wie sieht das aus? Gut, es ist so, wir haben natürlich auch Spielplatzbauer gesucht, die auch die ganzen Normen erfüllen können. Also es ist natürlich so, dass wir jetzt gesagt haben, man nimmt jetzt irgendeinen, tut irgendwas bauen, dann hat es sich, sondern wir haben eigentlich nur, wo man eigentlich eine Bewilligung hat und die Normen kann einhalten. Und das war eigentlich der Rudolf Spielplatzbau gewesen. Und da haben wir eigentlich benutzt. Er ist gekommen, hat das Ganze angeschaut, hat uns vorher auch noch Pläne geschickt, wie er denkt, dass es aufgrund der Wünsche der Kinder eigentlich gebaut werden sollte. Er hat uns Vorschläge gebracht und ja, uns hat das gefallen. Und wie man sieht, ist eigentlich so ziemlich alles sicher. Kann eigentlich fast nichts passieren. Und wenn, hat man dort Fallschutz. Und also die Normen sollten eingehalten werden. Kathi, was bedeutet denn das jetzt Hochwasserschutz, wenn ich es vergleiche? Wir hocken jetzt genau da, wo es eigentlich vorher schon sehr eben war. Haben wir jetzt einfach aufgefüllt? Oder was sind jetzt die Schutzmaßnahmen gesehen, die ihr bildet habt? Man sieht auch hier, wir sitzen auf einem riesen Steinhaufen. Jawohl. Wir haben nicht aufgefüllt, sondern wir haben weggedreht. Und zwar haben wir die ganze Uferzone verbreitert. Und der Bach kann jetzt wieten, wenn mal Hochwasser kommt. Er darf überfluten, da passiert nichts mehr. Und das haben wir bereits erlebt. Und zwar am 1. Mai ist der Bach recht gekommen und es ist nichts passiert. Eigentlich sind die Steinhüfe hier, eben wie gesagt, Drachennester, wo ich sage, die bilden eigentlich Grenzen. Bis hier unten dran darf das Wasser kommen und kann keinen Schaden anrichten. Aus einem kleinen Steg hat es eine veritable Brücke gegeben. Jawohl. Wir haben natürlich den Bach auch verbreitern. Die alte Brücke war kaputt, vom Hochwasser her beschädigt auch. Und war rund 3 Meter breit. Und heute haben wir eine Spannweite von der neuen Brücke von 20 Meter. 10 Meter, Entschuldigung, so gross ist sie ja nicht. 10 Meter. Und was einfach ganz toll war, die Holzbrücke, die hat ganz viel symbolischen Charakter. Einerseits ist es eine Spende, auch von unserer Bürgergemeinde, die toll ist für das Zusammenleben auch von Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde. Und andererseits ist sie verbindend auch Kindergarten zum Mehrgenerationenhaus. Und hier auf dem Platz, wo wir jetzt sind, da sollen sich auch Jung und Alt können treffen und begegnen geben. Es heisst ja auch Begegnungszonen, ich nehme an, die werden dann auch hier ein bisschen noch Rahmenprogramm drumherum machen oder soll es von alleine stattfinden? Sind die Bürger von Giebenach eigentlich gefragt, um das aktiv zu bedienen? Nein, da wird also jetzt vorläufig nicht, sondern die soll jetzt einfach einmal benutzt werden. Ist ja schon in Begegnungszone eingebettet, ist ja der lang ersehnte Spielplatz. Der ist jetzt realisiert und man hat ja gesehen, die Kinder haben dürfen das Seil durch oder das Band durchschneiden und die sind alle davon gerannt. Und auf der anderen Seite ist dann eben die Boccia-Bahn und das Schachspiel. Und da können sich nicht unbedingt nicht nur Kinder, sondern können sich auch die Erwachsenen mit beschäftigen. Stichwort Wünsche von den Kindern. Haben ihr den Kindern zugelassen oder sind es Erwachsene gewesen, die alles geplant haben? Nein, also wie gesagt, die Kinder sind da involviert gewesen, indem wir der Schule und dem Kindergarten gesagt haben, hey, gebt doch den Kindern Aufgabe, so ein kleines Projekt, Spielplatzprojekt. Was sollen die Kinder eigentlich, was wollen die Kinder, was wünschen sie und wie würden sie sich einen Spielplatz vorstellen? Und haben Zeichnungen abgegeben, wir haben die entgegengenommen und haben evaluiert, was kann passen, was passt zusammen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wir haben natürlich ganz tolle Sachen gehabt,
unmöglich gewesen, zum Bauen, aber nun gut, man hat sich dem angepasst, was eigentlich möglich ist und auch finanzierbar. Ja. Also würde ich sagen, auch das ein super Ausflug für euch. Könnt ihr mal den Spielplatz, die schöne Begegnungszone hier in Giebenach besuchen. Ein Traum für Kinder.